Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal, welches sich nennt. Das erledigt schon ein Spiel für mich selber. Es handelt sich hierbei um einen Plattformer in so einem retro-pixelischen Stil gehalten. Mit RPG-Elementen, die ich hier gesehen habe. Ich werde jetzt aber hier mal den Speicher hier mal, ja, clearen, denn ich habe das Spiel schon durchgespielt. Natürlich teste ich solche Spiele zuerst aus, bevor ich sie überhaupt irgendwie auf meinem Kanal zeige. Viel darf man hier jetzt nicht erwarten, also keine lange Spielzeit oder so, aber es ist selbstverständlich, es ist ein Browser-Game. Und bevor ich hier jetzt irgendwie das Ganze in die Länge ziehe, drücke ich einfach mal auf Play und wir gucken uns an, worum es hier überhaupt geht. Also, wir sehen hier, wir sind hier, habe ich das jetzt richtig verstanden? Wir sind auf dem Saturn und ich habe irgendwelche, ja, Notverpflegungen gesehen, aber das ist jetzt hier 6 Jahre später. Ein bisschen Verwirrung. Ja, ihr dürft mich natürlich gerne darüber aufklären, was in diesem Spiel passiert, welches ich schon gespielt habe. Also eigentlich müsste ich darüber Bescheid wissen. Dennoch ist das bei dem zweiten Start des Intros jetzt nun auch nicht der Fall, aber das macht nichts. Ihr seht schon, wie das Ganze schön aussieht. Wir können am Anfang nur jetzt herumspringen mit der Pfeiltaste nach oben. Mit dem Pfeiltasten bewegen wir uns allgemein und mit A schießen wir. So viel ich jetzt gesehen habe, ist das Ziel, diese Dinge hier, ja, zu erledigen, zu erschießen. Na gut, das ist nichts, was wir jetzt wirklich irgendwie, ich weiß nicht, das ist jetzt kein Gegner oder so, aber anscheinend ist das unser Task, unsere Mission. Es gibt hier Gegner, die aus solchen Kokons schlüpfen, genauso wie das hier. Es erschreckt einen so ein bisschen. Und wir sehen hier, dass wir hier oben auch so ein Ding haben, welches wir jetzt hier irgendwie, ja, zerstören müssen. Okay. Der einzige Weg, der uns hier jetzt irgendwo hinführt, ist der hier nach unten. Mit diesen Schaltern können wir gewisse Türen öffnen oder Passagen öffnen. Und natürlich gibt es die Aliens hier wieder mal, die uns ein bisschen, oh, das Leben schwerer machen wollen. Wie ihr gesehen habt, schießen einige davon. Und wir sammeln irgendwelche Punkte ein. Mehr dazu aber ein bisschen später. Denn hier haben wir jetzt noch so ein Ding, was wir zerstören sollen, können, müssen. Namen oder so habe ich jetzt hier nicht gesehen, außer Dr. R. Und mehr ist hier ein bisschen unbekannt. In den Kommentaren wird hier ein bisschen bemängelt, dass hier nicht so viel ja, auf die Stories gelegt wurde. Aber es ist ein Browserspiel, wie gesagt. Und eine Story, die müsste jetzt, ja, ziemlich lang dauern, um überhaupt irgendwie jetzt einen Sinn daraus erzielen zu können. Hier haben wir gewisse Geräte, die uns die Map anzeigen. Sie zeigen uns an, wo wir sind und wo wir hin sollen. Also wo unser Ziel jetzt ist. So, ich erschrecke mich noch immer bei den Viechern. Aber so ist das nun mal. Und ich konzentriere mich gerade, weil die Steuerung, die ist nicht so einfach, wie sie aussieht, ja. Eigentlich funktioniert sie tadellos, aber man muss trotzdem ein bisschen sich konzentrieren, damit man ja nicht von irgendwelchen Viechern hier erschreckt wird. Hier haben wir unser erstes Item. Es nennt sich Evasion Suit. Und wir können damit höher springen. Und wie ich gesehen habe, können wir uns auch damit so ein bisschen in der Zeit zurückbewegen. Und hier ist auch die Anleitung, wie man das Ganze benutzt. Mit S und mit W. So. Okay. Das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel. Ich drücke einmal auf S.
ziehe dann so eine rote Spur hinter mir her und wenn ich auf W drücke, na gut, ich muss mich in den Zeitrahmen jetzt befinden, zum Beispiel jetzt, und dann W drücken und dann befördert mich das Ganze so ein bisschen zurück. Es gibt ja noch einen anderen Skill, wenn ich jetzt springe und nochmal S drücke, dann kriege ich sowas wie ein, sowas wie ein Power Doppeljump irgendwie. Das ist ziemlich tricky ist beim Steuern. Also das müsste jeder für sich selber jetzt ausprobieren. Damit kann man auch ein bisschen schneller sich fortbewegen, falls jemand irgendwie Interesse an einem Speedrun zeigen würde. Oder wollen würde. Oh. Oh Mann. Von wo tauchen jetzt zwei Viecher auf einmal auf? So, wir sind jetzt zurück bei unserer Map. Wir drücken nach unten und es zeigt uns wieder an, wo wir sind. In dem Raum da und wir müssen dort ganz nach rechts irgendwie jetzt hingelangen. Gut, das werden wir jetzt natürlich versuchen. Hier wäre ein Gang, aber der ist versperrt durch irgendeinen Block. So. Ja, und hier beginnen die trickigeren Sprünge, die es einen echt nicht einfach machen, jetzt irgendwie rüberzukommen. Ich habe gesehen, dass sehr viele Leute Probleme damit haben. Oh nein! Bah! Doppel! Gut, ist egal. Das ist egal. Kriegt X-Rack schon hin. So, da wir jetzt diesen Doppelsprung jetzt freigeschaltet haben, werden wir jetzt auch hier auf diese andere Seite jetzt kommen. So, und ja. Erster Bosskampf. Hat immer irgendwo eine Schwachstelle. Man muss hier ein bisschen... Oh, wow. Ja, ich bin tot. Und wenn man stirbt, dann wird man irgendwo... Ja. Irgendwo neu gespawnt. Ja. Ich werde hier nochmal angebrüllt, nochmal angefaucht. Oh, Mann. Ja, oh, damit ihr es wisst, das Springen ist hier echt ein bisschen trickig. Boah. Aber die Bosskämpfe sind ziemlich cool. Ich sollte mal darauf reagieren, was der Boss eigentlich macht. Wie wär's mal damit, X-Rack, ne? Dich nicht ganz so lächerlich machst. Okay. Okay, alles gut. Nee, nichts gut. Und das Problem ist auch, dass der Spieler ein bisschen immer rumslidet. Es ist ähnlich wie bei Mario. Der slidet so ein bisschen rum und das erschwert das Ganze so ein bisschen. Oh. Mario Mega Man technisch so gesehen. Passt schon. Passt schon. Ich merke schon, dass du stehhängst. So, nicht allzu schwer ist der Bosskampf. Sehr übersichtlich, muss ich ehrlich sagen. So, und es geht weiter. Vor allem, wenn man stirbt, ist das nicht so eine ganz große Sache. Und hier gibt es sowas wie Shops. Und das ist eine ziemlich interessante Sache. Weil man dadurch die Schüsse... Ja... die man hat, so ein bisschen beeinflussen kann. Die werden jetzt nicht dadurch stärker oder so. Also die Schusskraft an sich, sondern einfach die Schussart. Die ist jetzt ein bisschen anders. Und die wird jetzt auch ein bisschen anders gehalten. So. Okay, wie ich gesehen habe, sind sie doch ein bisschen schwächer. Aber dafür öfter. Das ist nicht unbedingt von Nachteil. Ja, hier oben haben wir noch so ein... Ich dachte jetzt, das wäre ein Shop, aber gut. Ja, das ist auch immer so eine Sache. Wenn man bei solchen Passagen durch muss, ist das nicht immer selbstverständlich, dass man das auch irgendwie hinbekommt. Oh Mann, komm, spring. Ja, das ist, ich weiß nicht. Also das ist so eine kleine Sache, die ich hier bemängeln kann, soll, muss und werde. Ah,
aber immerhin gibt es Punkte. Naja, wenn man stirbt, dann verliert man alle Punkte, die man jetzt bis dato dann eingesammelt hat. Hier oben waren wir, ne? Das war ja diese Stelle, ja. Oh. Ja, die sind ganz gemein, diese Alienpflanzen da, weil die spucken doch irgendwie so einen Ball auf einen und dann, boah, genau, das meine ich. Man wird dann von irgendwas getroffen und verliert schon irgendwas an seiner Lebensanzeige. Na? Ja. Das Coole ist, man kann das alles überspringen. Und hier sehen wir wieder einen neuen Gegner. Der rennt auf einen zu, wenn man zu nah dran an der ganzen Sache ist. Und hier haben wir wieder ein Gerät, das ja ausgeschaltet werden muss. Anscheinend ist das unser Main Task. Außer rumzujammern, dass hier etwas nicht funktioniert. Ja, hier wäre noch ein Shop, aber man braucht dafür immer so 50 Punkte. Mehr nach rechts geht's nicht. Und wenn man jetzt M drückt und hält, dann sieht man ungefähr, wo man ist. Aber unsere Aufgabe war ja, so gesehen von unserer Stelle aus, in den Raum nach unten zu gelangen. Und das werden wir jetzt auch machen. Sprich, Kristalle haben hier seine Funktion. Es gibt ein Shop-System und es gibt auch, solche RPG-Elemente, dass man jetzt da irgendwelche neuen Items bekommt und dadurch einen neuen Nutzen irgendwie hat. Also ich hätte mir für meine Verhältnisse mehr davon gewünscht. Also mehr von solchen Items, aber dann müsste auch das Spiel länger sein. Somit verstehe ich, dass das eventuell nicht so sein kann, darf, soll. Weil man da vermutlich bestimmte Limits hier auf Armor Games hat. Also ich weiß nicht, falls sich da jemand auskennt, dann darf man mich ruhig darüber aufklären. Aber ich für meine Verhältnisse denke mir mal, dass es da Limits gibt, wie groß ein Spiel sein darf. Oh, falsche Richtung, X-Rack. Das hier ist eine ziemlich trickige Stelle. Denn wenn man nicht weiß, um Himmels Willen, wie es weitergeht, dann grübelt man hier rum und weiß es einfach nicht. Aber die Lösung ist ganz einfach, theoretisch gesehen. Ja, so kommt man hier durch. Aber man muss noch schneller sein als ich jetzt gerade. Okay, es hat nicht geklappt. Ich war anscheinend zu langsam oder so. So. Ja, ich war schon wieder zu langsam. Ich lasse jetzt gerade diese Zeitspanne hier jetzt gerade ablaufen. Los, spring! Oh, geschafft! Ja, und das ist etwas, was nicht so jeder irgendwie hier herausbekommen hat. Auch ich hatte Probleme, überhaupt den Weg hier hinzufinden. Ja, wobei mein Gameplay hier gerade eher einem... Wow, was mache ich? Einem Walkthrough jetzt hier ähnelt. So, jetzt haben wir so einen Bombsuit angezogen. Und können damit gewisse Elemente in die Luft jagen. Und hier haben wir wieder eine Station, die uns zeigt, wo wir eigentlich hin sollen. Sprich, eigentlich wieder ganz nach links irgendwo. Nur hier kommen wir nicht durch. Wie war das? Ach ja. Bomben-Time. Um Himmels Willen. Euer Ernst? Wieso sterbe ich nicht in den Stacheln, sondern erst irgendwo... Oh, okay. Das ist so eine Stelle, bei der man immer von neu... Wobei, nein. Das ist gut, denn wir sind jetzt auf der anderen Seite, haben aber unseren Bombensuit noch immer an. Und zack, geht's woanders hin. Hier lassen wir mal eine Bombe zerplatzen. Einfach, weil wir es können. Oh, da springt er wieder in die Stacheln. Und das, was hier schade ist, ist ganz im Ernst, ich komme hier ganz... Okay, ich komme hier hoch. Das letzte Mal bin ich hier nämlich gestorben, dort unten. Nachdem ich das Ding erledigt habe und bin gestorben. Und ja, bin ich hier an dieser Stelle wieder hier zurückgespawnt. Wie nach dem letzten Tod. Und ich dachte, das gehört sich so. Aber nee, man kann da nach oben, X-Rack. Man kann da nach oben. Und eigentlich sieht man
auch alles von dem Spiel, wenn man durch jedes Level ja eigentlich durch muss. Level. Naja, Level ist ein bisschen falsch. Boom, gesagt. Ja, so den ganzen Levelbereich. So. Alles klar. Gut, diese ganzen... Ich nenne das jetzt mal Aggregatoren, die wir hier vernichten. Wir haben auch so ein paar LP-Punkte, wenn wir die mal so ein bisschen aufschießen. Also ich glaube einen oder so. Das hilft uns ein bisschen durchzukommen. Okay, und hier muss man ein bisschen aufpassen, um sich nicht selber treffen zu lassen. Und ich habe jetzt vergessen, wo es lang geht. Gab es hier nicht irgendwo... Ja, da unten ist ein Schalter. Den mache ich jetzt mal an. Alles klar. Oh, ich muss noch schneller sein. Alles klar. Okay, so hat es funktioniert. Gut, wenn ich auf der anderen Seite bin, kann ich hier auch wieder durch. Und ich werde hier angegriffen. Gut, ich habe mir beim ersten Gameplay jetzt nicht unbedingt gemerkt, wo was ist. Da war eine Pflanze. Ich habe die gar nicht gesehen. Von wo tauchte die jetzt auf einmal auf? Ja, die sind hier ganz lustig, ganz drauf. Okay, ich glaube, wir nähern uns so gesehen dem Ende. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Oh. Alles gut. Ja, hier ist nochmal eine Map. Hier sind wir und da nach links müssen wir jetzt hin. Bam! Jetzt hör auf, mich hier zu erschrecken. Also an sich gefällt mir das Leveldesign absolut. Also ich sehe hier nichts, was hier irgendwie verwerflich sein könnte oder sollte oder müsste. Wir haben ja unseren Suit vorhin abgeholt. Das Einzige, was man hier eventuell ein bisschen anders machen könnte, ist, dass man noch einen zweiten Soundtrack hier hinzugefügt hätte. Weil ich auch gelesen habe, dass viele ja davon so ein bisschen genervt sind. Okay, hier oben kommen wir jetzt nicht lang. Ich glaube, wir müssen jetzt einen Weg weiter nach oben suchen. Ich glaube, hier war das. Irgendwo. Boah. Das ist blöd. Spawnen immer von neu. Wenn man einmal weg war von dem Bereich, dann ja, spawnt alles wieder von neu. Das Moment. Das erlaubt einen halt einerseits ein bisschen zu farmen, aber andererseits hat das nicht so wirklich einen Sinn, weil das ja eh im Prinzip sehr kurz ist, was man hier macht. Farmen. Also nur die Schussart wird verändert, nicht wirklich eine andere Waffe oder so irgendwie gegeben, sodass das jetzt irgendwie großen Einfluss auf das Gameplay hätte. Ja, hier kommt doch gleich wieder irgendwie eine zumperhafte irgendwas. Da ist sie doch! Da ist sie doch! Peinlich, peinlich, X-Rack. Du hast das vorhin gespielt und kriegst es dennoch nicht hin. Also ich hier nicht. Ich glaube hier nach oben. Ja, man geht einfach den ganzen Weg wieder zurück. Ja, hier haben wir noch einmal unsere Map. Bah, jetzt hört auf mich hier so zu erschrecken. Alles ruhig hier. Ja, das ist unsere Anfangsphase so gesehen. Der Anfang, wo wir hier gewesen sind. Ich finde auch den Hintergrund hier ziemlich schön gestaltet. Wenn man sich das jetzt hier mal ruhig ansieht. Ja, wenn da nicht der violette Strich in der Mitte wäre. Sehr liebevoll eigentlich gemacht. Aber halt, ja, beschränkt. Kurz halt. Ich hätte mir davon ganz im Ernst auch so eine Vollversion gewünscht. Wenn ein bisschen mehr noch dazu wäre. Okay. Ich glaube, ich muss jetzt hier ein bisschen aufpassen, um ehrlich zu sein. Bam. Denn, wenn man jetzt hier stirbt, dann wird man hier an dem letzten Punkt jetzt wieder gespawnt. Ja, das ist so eine Stelle. Das ist etwas, was ich an diesem Spiel nicht verstehe. Man kommt hier nicht richtig irgendwie durch. So, was ist denn jetzt hier los? Ist hier irgendwas? Ah! Ja, wir spawnen die ganze Zeit hier, egal wo wir jetzt sterben werden, glaube ich. Sehr ruhig.
Ja, ich habe eigentlich auf Springen gedrückt, aber es passiert nichts Sonderliches. Ja, jetzt wurde ich mitten in der Luft von irgendeiner Mistfliege getroffen. So. Ja, das ist echt schade. Ja, komm. Komm. Das ist nicht so schwer, wie es aussieht. Ja, dahinter ist noch so ein... Wie soll denn das gehen? Seht ihr, was ich meine? Seht ihr, habt ihr das gerade gesehen? Ich muss eigentlich... Eigentlich sollte ich den Aggregator da kaputt machen, ja? Oh, es hat geklappt aus irgendeinem Grund. Ich mache jetzt genau dasselbe. Okay, ich muss gleichzeitig... Uah! Springen. Komm, dein Elektrum soll mich hier nicht treffen. Komm, jetzt mach doch, um Himmels Willen, spring! Das ist das, was ich an diesem Spiel jetzt nicht verstehe. Jetzt verpiss dich von da... Okay, ein bisschen mehr Leben. Ich pack mein Leben gerade nicht. Geklappt hat es schon mal. Was? Ich habe das gar nicht mitbekommen beim letzten Mal, dass hier irgendwelche Stacheln hier unten sind. Okay. Mit einem Leben betreten wir gerade den letzten Raum. Oh, ich bin das Ober-Alien. Knie nieder vor mir. Oh! Und bei der nächsten Attacke bin ich einfach total geplättet. Ja, ist klar. Ich find's trotzdem nett, dass man hier gleich spawnen kann. Oh, ich habe wie viele Augen? 2, 6, 8, 9. Ich habe 9 Augen. Ich sehe dich umso besser. Ich finde auch diese altcoolen Elemente in Sachen, wo sich jetzt, ja, die Schwachstellen der Bosse jetzt befinden, auch cool. Es ist... Oh. Ja, zu früh gesprungen, aber... Ich lade mich auf! Oh. Das Coole ist auch... Ja! Boom! Hat das was gebracht? Ich weiß es nicht. Ei! Also bei der Richtung hier ist es komisch, das zu erwischen. Ich glaube, den darf man jetzt hier nicht erwischen. Hey, es hat was gebracht. Habt ihr es gesehen? Die Bomben haben was gebracht. YOLO! Congratulations, you have achieved victory. Und ja, das war es schon. Länger ist das Spiel jetzt nicht. Sehr kurz, aber ich finde es stylistisch gesehen gut gemacht. Also, ich hätte mir mehr gewünscht auf jeden Fall. Es ist dazu irgendwie, ich weiß nicht, dass das zum Beispiel jetzt so eine Demo-Version ist und es das restliche Spiel irgendwo auf Steam dann zu kaufen gibt. So hätte ich mir das ganz... Boah, was war denn das? Ja, mein Fenster ist offen, ihr hört hier alles im Moment, was hier passiert. Sonst würde ich ersticken. Das kennt ihr ja aber nicht anders von mir. Sehr unprofessionell wie immer. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wenn ihr irgendwas noch zu dem Spiel zu sagen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ihr findet auch den Link zu diesem Spiel, zu Armor Games, in der Beschreibung. Wie immer, lasst mir eure Gedanken dazu zukommen. Ich habe das Spiel schon bewertet. Ich habe dem Spiel einen Daumen nach oben gegeben und es auch favorisiert. Ich hätte mir wirklich mehr davon gewünscht, etwas in dieser Hinsicht oder einfach ein komplettes Spiel noch dazu. Mit mehreren Soundtracks, mit mehreren Welten, irgendwelchen konkreten Aufgaben und einer, so gesehen, vielleicht nicht besseren Story, sondern einer, die sich wirklich auch entwickeln kann. Aber wie gesagt, für ein Browser-Spiel hat das für mich ausgereicht und ich bin absolut zufrieden damit. Also, wir sehen uns im nächsten Video von mir. Danke fürs Zusehen und ciao!